Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier in Tallenberg und sollen uns in die Burg hineinschleichen, um eventuell die Geiseln zu befreien. Und ich habe das jetzt ein paar Mal probiert. Ich bin sogar bis in die Burg hineingekommen, aber das sind keine Geiseln. Das sind nur ein paar Dorfbewohner und ja, wir müssen so oder so fliehen. Das bedeutet, eigentlich ist die ganze Mission sinnlos. Ich werde da jetzt mich erwischen lassen und dann fliehen wir und dann geht's weiter, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Scheiße. Haha. So. Das haben wir jetzt ganz schnell beendet. Das war nicht gerade ruhmreich, was? Wohl wahr, eine Schmach. Sie drängten uns zurück, noch bevor wir etwas tun konnten. Das ist schlimmer als der Tod. So weit würde ich nicht gehen. Ja. Wir mussten es versuchen. Wenn wir obsiegt hätten. Wenn Schweine fliegen könnten. Ich weiß, es nagt an dir, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir befreien die Geiseln und hängen den Bastard. Natürlich machen wir das. Ich meine, die Mission, die war zwar irgendwie spannend, aber dann eben, wenn man es so oft probiert, dann ist alles für den Arsch. Auch nicht unbedingt toll. Es regnet. Robert, mir scheint, als gingen uns die Optionen aus. Wir haben nicht genug Männer, um die Mauern mit Leitern zu erklimmen. Und schon genug Verluste erlitten. Tallenberg lässt sich nur durch eine List oder ein großes Heer erobern. Ersteres schlug fehl und ein großes Heer haben wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einen Tribok zu bauen. Um meine eigenen Mauern niederzureißen. Wo ist Meister Pfeffer? Er wartet. Wir ließen ihn schnellstmöglich. Hol ihn her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, das fühlt sich sicher nicht gut an, wenn man die eigene Burg zerstören muss. Du wirst mir einen Tribok bauen, Meister Tobias. Sagte dir Tribok, mein Herr? Das ist, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wir müssen Tallenberg zurückerobern. Ja, natürlich, Herr, das verstehe ich. Und du bist der beste Konstrukteur, den es in diesem ganzen Lehen gibt. Oh, dann danke ich euch, mein Herr. Ich habe nur noch nie vorher einen Tribok gebaut. Das könnte ein wenig dauern. Dann geh sofort ans Werk. Bernhard wird den Schlachtplan mit dir durchgehen. Nun, ich... Puh. Nun, Meister Tobias, du hast viel zu tun und wenig Zeit. Ich will dich nicht länger aufhalten. Natürlich. Ich verstehe. Danke, mein Herr. Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den anderen Lagern aus? So gut es eben geht unter diesen Umständen. Es sind noch viele Dinge zu tun, aber wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Nein, haben wir nicht. Heinrich? Ja, Herr? Ich möchte, dass du bei den Vorbereitungen in den anderen Lagern behilflich bist. Natürlich, Herr. Robert wird dich anweisen. Du kannst jetzt gehen. Aha, so geht das also weiter. Interessant. Wir müssen jetzt bei der Belagerung helfen. Bei der Vorbereitung. Ich werde jetzt mich wieder ausrüsten, wie es sich für einen anständigen Ritter gehört. Wir brauchen nur eine Beckenhaube. Nehmen wir den Jupon, den Gambeson, edle Kettenhaube, edles langes Kettenhemd oder das schwere Kettenhemd. Nehmen wir wieder unsere geliebte Brigandine. Magdeburger Schulterplatten. Ja, die nehmen wir auch. Auge, viele Kyras. Können wir verkaufen.
Nürnberger Plattenbeinlinge. Ja, den nehmen wir auch. Und die Kettenbeinlinge brauchen wir auch. Eins. Und die brauchen wir. Und wo ist denn das schwere Kettenhemd? Habe ich das gar nicht. Dann nehme ich das edle Kettenhemd. Und goldenen Spuren. Und eine Halskette. Und bin ich bald fertig? Beinlinge. Einfach nur, weil wir sie haben. Gut. Dann legen wir das mal alles an. Die Handschuhe fehlen uns noch. Jawohl. Jetzt sehen wir wieder aus wie ein Ritter. Da können wir auch mal ein bisschen aufräumen. Allzu viel haben wir nicht plündern können. Ah, habe ich da mein anderes Schild vielleicht noch? Nö. Wo soll denn das denn sein? Ich habe ja all mein Zeug wieder bekommen, oder? Anscheinend nicht. Naja. Aber das rüsten wir dann aus, wenn wir es brauchen. Sprich mit Hauptmann Robert. Gerne, wo ist er denn? Was ist denn? Ah, hier ist er irgendwo. Lauf nicht weg, ich möchte mit dir reden, Herr Robert. Was soll ich machen? Spitz die Ohren! Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen. Und viele Verwundete. Darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divish zu Pfeffer sagte? Unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Er sagte, er hätte noch nie einen Tribok gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt. Wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. In der Tat. Wie lässt sich Thalmberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren. Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Tribok ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihn beliebt. Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Naja. Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thalmberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thalmberg. Wir ließen nur wenige Männer an Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Oje, oje. Schwierige Zeiten. Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Ishtwan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran?
Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau. Okay, müsst bei den Köhlern Pech sammeln, vermutlich. Was ist mit der Mauer? Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Auf jeden Fall. Schade, dass sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Thorst ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Ha. Okay, wir wissen, was wir zu tun haben. Das heißt, ich setze mich nochmal bequem hin. Strecke meine Beine aus. Damit wir loslegen können. Also. Ich muss ja mal da mit allen möglichen Leuten reden. Ich frage ihn auch einmal, was er so vorhat. Der Herr sei gepriesen. Herr Robert, ganz recht. Einen Triborg, der die Mauern Tallenbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Was weiß ich schon über Kriegsgerät? Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Mhm, der wird sich wohl auskennen. Konrad Kieser? Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt, zusammen mit Sigismund. Quietsch, okay. Aber du bist ein Konstrukteur. Kannst du den Triborg nicht selbst bauen? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie kompliziert so eine Belagerungswaffe ist? Welche Kräfte dort am Werk sind? Wenn wir Glück haben, feuert der Triborg gar nicht erst. Aber vermutlich wird er sich selbst zu Kleinholz verarbeiten und uns anstelle des Feindes töten. Mhm. Nun gut, ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Triborg doch noch. Schnee und Wahnsinn. Oh, okay. Ja, danke, dass du gleich vor mir erscheinst. So, irgendwie muss ich jetzt zu den anderen lagern. Das ist mal eins. Hier steht einer herum. Ist das eine Wache? Gott sei mit dir, Heinrich. Scheint so. Und da gibt's dann... Das muss ich jetzt nochmal auf der Map anschauen. Was ist denn das? Ah. Achso, das ist ein Sasau. Da war ich gerade. Hier sind die anderen. Jetzt habe ich gedacht, mein Pferd stürzt ab. Seit dem Update schreit er immer so viel. Gut. Ach, ich muss jedes Mal lachen. Da ist. Hey, pass auf! Herr Hauptmann Rober. Bernard, verdammt. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Ja, ich muss unbedingt mal waschen gehen. Mhm. Wie schlagen sich die Männer? Ein einziges Lumpenpack. Die Auswärtigen wollen nach Hause und die Ortsansässigen können nirgendwo hin. Also stänkern sie alle. Machen sie dir Ärger? Keinen Ärger an sich. Ein paar habe ich schlafend bei der Wache erwischt. Aber nichts, das ich nicht mit ein paar Peitschenhieben ausmerzen ließe. Es könnte eine einfachere Lösung geben. Jemandem den Arsch zu versohlen ist einfach genug. Wenn du einen verbläust, merken sich's die anderen. Und wenn sie's vergessen, machst du's nochmal. Aber dann hast du verwundete Männer. Ich habe da eher an einen Trunk gedacht.
Wäre mir neu, dass Quacksalberei die Moral der Männer steigert. Aber Teufel noch eins, sie könnten wahrlich was gebrauchen, das ihnen den Schnaps austreibt und die Augen offen hält. Hehe. Kann die Männer wach hält, okay. Wie geht es dir, Herr Bernhard? Wie soll es mir schon gehen? Wir sitzen hier unter der Burg und den ganzen Tag lang werden Steine gehauen. Meine Ohren dröhnen, als hätte mir einer auf den Kopf geschlagen. Seit dem nächtlichen Angriff klingeln meine Ohren auch. Das war ein Reinfall. Aber wir haben trotzdem Schwein gehabt. Hätte schlimmer kommen können. Ja, das musste ein Reinfall sein. Leider. Gab es da keine andere Option? Ja. Spring doch. Ja. Wow, gibt es da jetzt viele Sachen zu erledigen? Ach ja, hier ist der Herr Hanusch. Die muss ich auch mal reden. Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wie geht es dir, Herr? Wie wohl? Dieser Hund bringt mein Blut zum Kochen. Wenn ich ihn in die Finger bekomme, reiße ich ihm sein schwarzes Herz heraus. Nur ist es leider meine Aufgabe, die westliche Seite und den Steinbruch zu bewachen. Doch nichts passiert hier, verflucht. Zumindest bist du außerhalb der Reichweite ihrer Bogenschützen. Wohl wahr, aber das ist nur ein schwacher Trost. Wenn die Männer nicht bald zu tun haben, werde ich sie in den Steinbruch schicken müssen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Mhm. Herr Hanusch, glaubst du, Herr Ratzig ist wohl auf? Keine Sorge. Lebend nützt der Toss mehr. Also ist er derzeit nicht in Gefahr. Derzeit. Ratzig ist jemand, der gut auf sich selbst aufpassen kann. Ich mache mir eher Sorgen um Herrin Stephanie. Es wäre schrecklich, wenn ihr etwas widerführe. Mhm. Es war mir eine Freude, Herr Hanusch. Gleichfalls, Heinrich. Okay, mit Herrn Hanusch habe ich gesprochen. Er ist der Quartiermeister. Mit dem muss ich auch reden. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich dachte eher, dass ich dir helfen kann. Wie sieht es mit den Essensvorräten aus? Wer will das wissen? Einer der Herren? Nein, nein, ich frage mich bloß, ob es euch an irgendetwas mangelt. Hört, hört, der junge Herr fragt sich, ob es uns an was mangelt. Tja, ehrlich gesagt haben wir kaum noch Fleisch über. Die schleppen zwar oft genug welches an, aber nie so viel, wie sie sollten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Redet ja jeder davon. Die Jäger tun, was sie können, kommen aber nicht hinterher. Falls du ihnen aushelfen kannst, bring das Fleisch her. Ich kümmere mich um den Rest. Gut, ich behalte es im Hinterkopf. Mhm. Haben wir Bier? Ein Wunschtraum. Das Bier ist alle und die örtliche Schenke haben wir auch leer gesoffen. Ach, klingt übel. Was du nicht sagst. Und Bier kann man auch nicht jagen. Aber wenn du zufällig weißt, wo man welches herbekommt, raus damit. Könnte eine Erfrischung vertragen. Ja, und die Jungs auch. Mhm. Okay. Es wird immer mehr, was wir zu tun haben. Immer mehr. Schauen wir uns das einmal an. Wow. Also in Uschice muss ich nachfragen. Und bei den Kräuterweibern muss ich nachfragen. Herrn Divisch. Mit Herrn Divisch habe ich noch gar nicht gesprochen. Und da ist auch ein Kräuterweib. Ist ja unglaublich. Das sind die Schenken. Nach Sasa müssen wir auch. Samopesch. Was für ein witziger Name. Okay. Ja, es gibt viel zu tun. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, damit, dass wir uns einmal reinigen. Und mit Herrn Divisch reden. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Schießen Sie jetzt damit Bogen auf mich? Bogenschützen? Nee, oder? Es wäre jetzt lustig, wenn Sie auf mich schießen würden.
Aha, was haben die vor? Die schleichen da vorbei. Interessant, soll ich mal fragen, was die vorhaben? Hey Jungs. Aha. Habe ich jetzt irgendwie abgelenkt. Da, in die Richtung geht's. Das hat sich jetzt wie ein Pfeil angehört. Ah. Okay. Hehe, die schießen tatsächlich auf einen. Ah, und deswegen schleichen die auch so. Aber nur wohin wollen die schleichen? Interessant. Oh, da geht's ja gar nicht rein. Sind die Waschfrauen da? Schon wieder mal auf der falschen Seite. Da ist leider keine Waschfrau, wie ich es mir gedacht habe. Sind die vermutlich alle abgehauen. Drin eine? Sehr leicht. Da, jetzt seht ihr das neue Schlossdesign. Damit kann man sich viel besser orientieren, wo man ist. So, wir lernen da jetzt einfach Skillen ein bisschen. Ja, interessant. Stehlen. Üben. Ja, so geht es viel besser. Sehr gut. Okay, wir können uns leider hier nicht waschen. Hier schießt irgendein Pfeil auf uns. Wenn wir zu lange stehen bleiben. Wo sind denn die Bogenschützen hin? Oder die Wachen? Ah. Sind wir sie patrouillieren auf den Mauern. Ja, leider abgebrannt hier alles. Aber Holzhäuser sind eh schnell wieder nachgebaut. So, wo ist denn jetzt der Herr Davisch? Da, Divisch. Habe ich jetzt in die richtige Richtung? Fast. Also der ist einfach in dem Lager da oben, oder? Ja. Ah, das war richtig cool, wie der Pfeil zu uns geflogen ist. Man ist also wirklich nicht sicher in der Nähe der Mauern. Und Herr Hans ist auch hier. Bevor er mich blöd anquatscht, wasche ich mich mal im Trog. Wird zwar nicht viel bringen, aber vielleicht ein bisschen was. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wie fühlst du dich, Herr Divisch? Wie geht's der Schulter? Ging mir schon besser, Junge. Ich fühle mich schrecklich und meine Schulter schmerzt. Lass deine Wunde versorgen und dir geht es bald besser. Das ist es nicht. Ich fühle mich einfach... Heinrich, kannst du mir einen Gefallen tun? Was benötigst du, Herr? Ein Pfarrer und ein Arzt.
Der nächste ist in Rovna. Aber ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Und dann gibt es einen in Uschitze. Wie hieß er noch gleich? Godwin. Aber wozu benötigst du einen Pfarrer? Die Wunde wird heilen, insbesondere wenn ein Mönch sie versorgt. Es geht nicht um mich. Viele der Männer werden den morgigen Tag nicht erleben. Und all die Toten. Ich muss beichten. Okay. Noch mehr Aufgaben. In jede Richtung haben wir jetzt etwas zu tun. Ich werde mal Godwin fragen. Und dabei werde ich bei dem Kräuterweib vorbeikommen. Und ich soll 30 Fleisch besorgen. Und so werde ich da jagen gehen, 30 Fleisch besorgen. Dann. Oder hier. Okay. Mal schauen, was wir da alles erledigen können. Vielleicht finden wir ja Fleisch hier in dem Wald da drüben. 30 Fleisch, das sollte echt recht einfach sein. Die Tiere haben ja eh so viel Fleisch an sich. Ihr könnt auch eine Kuh schlachten. Und da haben wir schon Rehe. Schwierig, so ein Reh zu erwischen. Eine Challenge. Sehe ich keins mehr. Wo ist es hingehüpft? Rehlein, wo bist du? Da unten läuft auch was. Sind es etwa Hirsche? Hirsche wären mir ja noch lieber als Rehe. Die sind nicht ganz so flink. Oh, ja. Ich habe keins getroffen. Ich laufe mir so verwirrt herum. Und wieder nicht. Jetzt aber ein Treffer sein können. Was ist nur mit meinen Künsten los? Oh. Jawohl. Schauen wir mal. Sollte schon sehr viel Fleisch bringen. Wildbret 143. Das ist ja viel zu schwer. Ich meine, sie werden ja wohl ein Reh verarbeiten. Jetzt blende ich mich mal wieder ein, so zum Schluss, damit man wieder mal etwas von mir sieht und nicht nur hört. Also das war schon mal erfolgreich. Wir haben sogar viel zu viel Fleisch. Also bitte, mit Fleisch kann ich schon mal dienen. Ich habe hier etwas Fleisch. Leg es dorthin. Hier ist es. Gut, hab vielen Dank und wenn du mehr hast, komm ruhig vorbei. Werde dich bestimmt nicht verjagen, verlass dich drauf. Ach, und hier, eine Kleinigkeit. Ja,
Ich habe hier etwas. Leg es dorthin. So, habe ich schon alles? Nee. Hier ist es. Gut. Okay. Ich habe. Leg es dort. Habe ich noch Fleisch? Ja. Aber kann ich ihm das gar nicht geben, oder wie? Hier ist es. Gut. Ich habe. Leg es dort. Ist noch. Wird es weniger? Nee. Hier ist es. Gut. Ich habe hier. Leg. Ist es jetzt weniger? Nein, es wird einfach nicht weniger. Okay. Dann, ach so, ja, raus da. Meine Güte. Hier ist es. Braucht das Fleisch nicht. Ich lasse das jetzt da einfach fallen. Bitte, Wildbret für euch. So, wir müssen jetzt irgendwie rauf. Ich versuch's hier. Wobei, es schaut sehr bebuscht aus. Nein, das war keine gute Idee. Ich hoffe, mein Pferd tut sich jetzt nicht zu sehr verletzt. Na, es ist nicht runtergefallen, das ist gut. So. Hier müsste ja irgendwo dann diese Kräuterfrau sein, also peilen wir die mal an. Jawohl. Sind gar nicht mal falsch unterwegs. Das sind Holzfelder, oder? Ja. Mann, Pferdchen, so ein kleiner Busch wird dich doch nicht aufhalten. Also das Schreien geht mir irgendwie auf die Nerven. Das ist jetzt kein gutes Update, würde ich sagen. Jawohl. Gott sei mit dir. Kräuterweib. Ich bräuchte etwas, um unsere Männer wach zu halten. Hast du zufällig etwas für mich? Ich kenne ein Gebräu, das sie wach halten würde. Soll ich dir zeigen, wie man es zubereitet? Bitte. Aber es muss für mindestens 100 Männer reichen. Tja, da kann ich nicht helfen, mein Junge. Du wirst das Gebräu selbst zubereiten müssen. Also, soll ich es dir zeigen? Ja, bitte. Das wäre mir eine große Hilfe. Mhm. Könntest du mir etwas über Heil... Selbstverständlich. Ich möchte über... Gut, aber... Jetzt. Lernen wir doch einfach. Vielleicht kannst du uns noch mehr beibringen. Könntest du mir... Setzt. Fortgestellt. Ich möchte meine... Zuerst musst du was auf... Okay, soweit bin ich noch nicht. Ich denke darüber. Okay, ich habe jetzt vermutlich ein Rezept. Nehme ich mal an. Das brauche ich dann später. Für 100 Männer. Ist ja verrückt. Ich rate jetzt... So geht das natürlich nicht. Ich reite jetzt nach Uschitze. Und frage Pater Goodwin, ob er sich der armen Seelen erbarmt. Vielleicht im Lager vorbeischauen möchte. Und dann muss ich noch den Mönch fragen, ob er nicht kommen möchte, um die Leute zu heilen. Warten. Ich will aufs Feld hinaus. Jawohl! Wow, das sieht aber cool aus. Alles gerodet. Da steht ein Haufen Holz herum. Gott sei mit dir, Heinrich.
Wahnsinn, waren wir hier schon mal? Ach nein, wir sind da viel zu weit im Norden, alles klar. Da waren wir eben noch nie. Hab mich schon gewundert. Cool, lässig. Auch mal hier gewesen zu sein. Umschütze ist also hier hinter uns, oder? Jawohl. Das heißt, hier waren wir noch nie. Teufelsfurche. Oh. Das muss ich mir jetzt einfach noch ein bisschen ansehen. Nehmen wir den Weg. Kreuz. Strecke ich mal wieder meine Beine. Hier. Sehr, sehr cool. Ach, wenn das Pferd mal nicht so hängen bleiben würde. Da oben ist was. Ein Haus. Eine Mühle. Hier waren wir auch noch nie. Würde mich immer interessieren, ob ich da mit jemandem reden kann. Hallo. Was war das? Gott allmächtig, du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Puh, na du, sehr freundliche Leute. So. Ja, das sind mal große Felder. Das ist ein Unfallort, oder? Doch sicher auch irgendeinen Sinn. Ein Grab. Das kann ich ausheben. Ich habe keine Schaufel. Pferd, hast du eine Schaufel? Auch keine Schaufel. Aber wir brauchen eine Schaufel. Da müssen wir jetzt in Umschütze eine kaufen. Sonst merken, wo das ist. Richtung Mühle. Oh, da ist ein Bogenschießplatz. Schaufel werde ich wohl beim Krämer bekommen. Vielleicht hat er sowas wie eine Schaufel. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Heinrich möchte was kaufen. Ich hoffe, ich kann... Nee, er hat keine Schaufel. Ah, da ist er. Goodwin. Frage ich gleich. War ja klar, dass ich ihn in der Schenke treffe. Mhm. Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Goodwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Talmberg gibt es viele Tote und Verwundete, aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Ich würde gern helfen, aber ich kann nicht. Meine Schäfchen haben mich im Auge, und wenn ich mir nur einen Fehltritt leiste, habe ich den Bischof am Hals. Aber Herr Divisch persönlich? Dann soll er selbst hierher kommen und fragen. Wie auch immer, ich gehe nirgendwo hin.
Nur wegen dir habe ich eine Klinge im Nacken, Heinrich. Glaube nicht, ich hätte das vergessen. Ich habe dich zu nichts gezwungen. Und nur weil ich dir nicht aus der Patsche half, verwehrst du nun unschuldigen Fremden Gottes Gnade? Du wagst es? Ich lasse mir nicht von dir ins Gewissen reden. Wieso nicht? Meine Gründe sind ehrenhaft. Na gut, ich verstehe. Aber wieso drehst du den Spieß nicht um? Weshalb sagst du nicht, du gehst nach Thalmberg, weil es das Richtige und deine Pflicht als rechtschaffender Christ ist, obwohl du dabei getötet werden könntest, wie dieser eine Heilige... Sebastian, keine schlechte Idee. Sag mir, lassen die Bogenschützen wirklich Pfeile regnen? Es ist eine Belagerung, nicht? Nun, die Lager sind außerhalb ihrer Reichweite, also kein Grund zur Sorge. Gut, ich werde sehen, ob das Märtyrergehabe zieht und gehe dann. Außerdem bekomme ich dann mal eine Pause von all den werdenden Blicken. Vergebung ist menschlich, verflucht. Oder sind Verfehlungen menschlich? Ich merke mir das nie. Ja, ist mir irgendwie doch sympathisch, irgendwie. Aber das war mal nicht so schlecht. Ich habe ihn überredet, wie auch immer ich das angestellt habe. Auf jeden Fall nicht aktiv. So, ich brauche jetzt trotzdem einen Krämer. Weil ich will die Schaufel haben. Und hier muss es doch eine Schaufel zu bekommen geben. Das sieht mir richtig aus. Sag mal, wie spät ist es denn? Ist schon Nachmittag. Ja, warten wir noch bis 2, dann hat er aber keine Ausrede mehr, nicht offen zu haben. Oh, bis das doch mal geladen hat. Ah, mach ich nochmal ein bisschen Lärm. Ah, so. Okay. Wir üben einfach. Auch wenn es uns nichts bringt. So geht's nicht. Also, hier ist es also. Zwischen den zwei. Das ist optimal. Hallo. Viel Glück und. Ich muss einbrechen, damit ich mit dir handeln kann. Er hat auch nur Gemüse. Vielleicht hat sie gerade aufgesperrt. Naja, ich habe für sie aufgesperrt. Das ist also auch nicht der richtige Laden. Ja, was ist denn dann der richtige Laden? Das schaue ich mir jetzt nochmal an auf der Map. Oh. Händler. Er kann sowas haben. Aber das ist doch der. Achso, Creme Händler. Okay. Da ist ein zweites Geschäft also noch. Händler hat sowas, glaube ich. Ah. Ist sie? Eine Wahrsagerin, nein, die brauche ich nicht. Das ist jetzt nur... Ach so, das ist der Händler. Was ist ja, wunderbar. Denn? Du hast garantiert eine Schaufel. Bei so einem feinen Zwirn, den du da anhast. Ja, Leute, ich glaube, hier ist die Schaufel. Ich glaube, ich beende hier die Folge mit Überlänge. Wie schon so oft. Und mache da in der nächsten Folge weiter. Und grab das Grab aus und vielleicht brauche ich noch ein paar Tränke oder ich begib mich nach Sasau. Ja, wir haben sehr viel zu tun. Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Servus.